Alter, Alter, ey. Siehe, ein feindlicher Außenposten hat einen Angriff gegen uns gestartet. Wir haben ja sonst nichts zu tun, oder? Meine Güte, ey. Egoisten, unglaublich. So, wisst ihr was? Jetzt speichern wir und dann machen wir mal ein wenig die Spielgeschwindigkeit hoch. Spiel überschreiben. Ja, haha. Zack. Dann jetzt geht's hauptsächlich darum, Bauern, 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 Bauern. Hier, die Balliste bringt ein bisschen Vorarbeit. Jeder Ambusschütze, der hier auf Entfernung schon mal weggeschossen wird, ist dann später eine geringere Bedrohung. Hier, und kann weniger von unseren Ambusschützen wegballern. Was, ein paar von euch müssen wir da hoch. Bemannt die Brüstung! Ja, die Dinger möchte ich dann auch noch zerstören. Am besten machen wir das mit den Sklaven, wurde mir schon gesagt. Ich glaube, das mache ich bei den Löwenhöhlen jetzt auch gleich mal. Wisst ihr was, die Sabern wir jetzt eben mal schnell. Nehmt die Armbrüste hoch! Und das machen wir mit Sklaven, wie sie gehört. Einen ordentlichen freien Menschen. Wir setzen natürlich Sklaven ein. Armbrüste, vorwärts! Und wegschießen. Und näher. So, er kommt jetzt hin und brennt an. Schon, ist irgendwie total komisch, wenn man so schnell spielt. Okay, die Dinger können gar nicht brennen, wie es scheint. Auch gut, aber die Sklaven machen trotzdem den Schaden, den wir brauchen. Mein Namen muss ich immer an Brot denken. Gab es nicht mal irgendwie sowas wie Namenbrot? Ich glaube, das hat mal so einen Namen gehabt. Ich glaube, da gab es mal. Es hat so einen Namen. Gespeichertes Spiel überschreiben. Auf die Plätze! Hals, Hals! Nein! Schnell. Hat chill, Gesundheit! Sie rufen so am Schreien unterwegs. Siehe. Ein feindlicher Außenposten hat einen Angriff gegen uns gestartet. Gott verstanden, am Finger habe ich Blut. Ah, das tuk tuk. Das Recht ist auf unserer Seite. Na gut, die werden zum Glück ein bisschen vorab dezimiert. Hallo, da! Ja, die stehen jetzt erstmal noch gemütlich da. Lassen sich in den Rücken schießen. Des Wolfs greifen an. Ja, können sie ja ruhig. Werden hier schön aufgehalten. Wunderbar. Führt uns. Machen wir ein bisschen mehr, dass es jetzt auch gleich klappt auf Anhieb, dass das Ding brennt. Ist zwar schade, dann haben wir zwar keine Ablenkung mehr, aber wir müssen jetzt langsam mal vorstoßen. Sonst wird das doch nichts. Leute. Mensch. Strengt doch mal euren Kopf an. Nutzt dein Schild nicht nur zum Draufhauen. So. So, speichern. Speichern! Gespeichertes Spiel überschreiben. Mann, ich mich immer von meinen anderen Projekten ablenken lasse, es ist unglaublich. Ah ne, die Sklaven müssen noch ein bisschen leben, danke. Ich wär sehr verbunden, wenn die noch leben würden. So. Anbrennen, alles klar. Sehr schön. Schlachtordnung! Wir aufstellen, campen, alles ist gut. Neue Serie, die Campe. ehrlich. Also. Rekruten werden wir nicht sein. Waffenschultern! Bewegung! Wie war das nochmal? Hab ich vor kurzem. Ich muss das echt nochmal lesen. Ich hab's schon wieder den genauen Wortlaut vergessen, aber es war so genial. Irgendwie, so neu in Pornofilm zu Tetris. Das ist originalgetreu nachempfunden. Zuerst werden alle aufeinander gestapelt und dann wird das lange Ding in die Lücke geschoben. Als ich das erstmal gelesen habe, musste ich echt lachen. Alle Türme gründlich aufeinander gestapelt und dann wird das lange Ding in die Lücke geschoben. So mit dem langen Block. Ah. Ich muss nochmal genau nachlesen. Ich glaube, das war irgendwo in der GameStar. Bei den Parodien. Also die machen stellenweise auch so geilen Humor. Ich liebe es. Waffenschulter! Kommt, meine Freunde. Bereit, Sire. Schnell! Weiter geht's. Schlachtordnung! Nochmal speichern.
wo nochmal was schief geht. Gespeichertes Spiel überschreiben. Weil dieses, ich schmeiß dich mal eben auf den Desktop, alles klar. Geht mir schon irgendwie auf den Nerv. Du kannst nicht vorbei. Ja, ich weiß. Zack, zack! Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Bereit, Sire! Wackelt schnell mit den Brüsten! Die Armbrüste so hin und her wackeln. Oh Mann! Leute! Euer Gnaden? Sire? Aufs Schnellste! Die FPS sinken, wir müssen Saladin töten! Prüft die Waffen! Karte verlassen, irgendwo abseits Saladin, steht irgendwo Saladin abseits rum. Bewegung. Ganz alleine so. Umbringen, auf einmal steigen die FPS wieder. Das setzt sich jetzt bei mir durch als Running Gag. Wir müssen Saladin töten, damit die FPS steigen. Es ist jetzt egal, welches Spiel wir spielen. Achtung! Saladin muss sterben, damit die FPS gerettet werden können. Ein jeder Saladin muss für das höhere Wohl der FPS sterben. Alter, wir brauchen mehr Armbrustschützen an der Front. Auf die Plätze! Wir müssen auch den Sammelpunkt weiter nach vorne verschieben. Wisst ihr was? Mir fällt jetzt erst ein, dass ich Depp auch Schilde benutzen kann. Die können wir jetzt sogar hier ausbilden. Schilde, 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 Schilde. Wie lautet der Plan? Wenn ihr sagt, brechen auf! Na los doch! Könnt ihr auch zusammen eine Formation ergeben? Das ging doch irgendwie, oder? Offene Formation! Oh. Los geht's! Bewegung! So, da hinstellen. Glücklich sein. Truppen, da sammeln. Glücklicher sein. Und schönen Belagerungsring bilden. Bauern werden benötigt, Sire. Wow, ich habe gerade 30 FPS auf hoher Spielgeschwindigkeit. Goal. Gut, hier ist auch fast nichts los, aber hey. Wir haben es. Rekruten werden benötigt, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. Nehmt die Armbrüste. Jetzt ist immer noch die Frage, mit was wir dann angreifen. Mal. Näher ran. Jetzt aber, oder? Jetzt kriegt er sie. Na, endlich. Ja, ich glaube, wir brauchen auch ein paar Bogenschützen. Das ist jetzt doch unabdinglich. Ich fürchte, das ist unabdinglich. Wir werden angegriffen. Ach, Lord Woolsack. Rekruten werden benötigt, Sire. Ist er nicht goldig? Greifen an. Bauern werden benötigt, Sire. Braucht ihr etwas? Prüft die Waffe! So, ja. Wir arbeiten uns vor. Stück für Stück. Los, los! Alter! Nehmt die Armbrüste hoch! Schießt der? Oh, er schießt schon, er schießt schon. Zurück. So? Okay. Alles klar. Zack, zack! Los, los! Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Zurück. Los geht's. Armbrüste. Neuer Sammelpunkt. Aufs Schnellste. Sire. Fire. Achtung. Gehen los. Meine Fresse, das ist jetzt gerade Verdor. Materialschlacht vom Feinsten. Prüf die Waffen. Auf die Plätze. Wir haben jetzt einen Reichweitenvorteil, so, oder guckt euch mal den Reichweitenvorteil an. Nur wegen der kleinen Erhöhung. Ja, kleine Erhöhung ist jetzt relativ. Ist schon eine Menge. Aber trotzdem ist das gemein. Geht das nicht auch? Ja, stimmt, das war bei... Irgendwie... Das ist etwas, das könnten sie gerne aus Legends übernehmen. Mit den... Dass man gleich Einheiten in großer Zahl ausbilden kann. Mit dem Regler. Das war klasse. Schutzwand bereit? Gehen los! Mylord, Baumeisterabteilung zieht los. Mach mal auch mal einen Sammelpunkt, kommt. Rekruten werden benötigt, Sire. Zack, zack. Gebt uns etwas zu tun. Zack, zack, Eier im Sechserpack. Euer Gnaden? Wir sind einsatzbereit. Nein, hört auf. Stopp. Kevin. Danke. Irgendwie hat sich das, dank Super Nanny hat sich das im Kopf festgesetzt. Jedes Kind, das irgendwas Schlechtes macht, das heißt Kevin. Gebt uns nur ein Ziel. Und mein Kanal hat es auch noch bestätigt. Das ist unglaublich. Obwohl es kein Kind ist. Gespeichertes Spiel überschreiben? Nein. Immer hier mit eurem Aufgeben. Gib auf, nein. Gib auf, nein. Gib auf. Na gut.
Auf die Plätze! Immer alle 5 Minuten fragen, gibst du jetzt auf? Nein. Gibst du jetzt auf? Nein. Gibst du jetzt auf? Nein. Fängt das Spiel so an. Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich muss aufs Klo. Alter. Verdammtes Spiel. Wie lautet der Plan? So. Brechen auf! Gehen los! Ich hätte gern Feuerballisten. Ich meine wirklich die klassischen Feuerballisten. Mit den jetzigen, da kann man nicht viel anfangen. Bitte euch. Die schmecken noch nicht mal. Diese. Wenn das Ding hier weg ist, habe ich viel Spielraum. Das Ding hier muss weg. Vielleicht doch mit einer Verluste? Zack, zack! Alter, Alter! Der Typ! Der Typ! Der total die Minderwertigkeitskomplexe ist. Das ist Wahnsinn! Muss er halt kompensieren mit seinen Tropenmassen. Weil er ansonsten nichts Passendes zu kompensieren hat. Jetzt würde ich das gerne mal versuchen mit Ballisten. Das Ding kaputt zu schießen. Gespeichertes Spiel überschreiben? Das fragst du mich jetzt. Du bist ein Affe. Wie lautet der Plan? So, ihr macht das hier kaputt, genau. Kommt näher ran. Ihr kommt mit dazu. Armbrüste, vorwärts! Weil sobald das kaputt ist, ist alles gut. Dann bin ich glücklich. Wirklich. Könnt ihr mir glauben? Eine Nachricht vom Macht der echt so wenig Schaden? Alter. Jetzt seid immer noch so lästig wie das letzte Mal, als wir uns im Kampf gegenüber standen. Nee, das wird so nichts. Näher ran. Ja, Feuer! Mach lass kaputt. Sie fliegen! Gut, unsere Möglichkeit. Lass einen fliegen, wenn ihr euch besser fühlt. Wir haben fast schießen noch. Nahrung, weiter. Die schießen immer noch. Alter. Jetzt aber, oder? Jawohl. So. Volle Ladung Tribocke. Die kommen mit da rein. Hier steht schon wieder neu, aber diesmal kriegt man es gleich weg. Neu speichern. Oh, das Spiel läuft ja weiter. What the fuck? Spiel überschreiben? Schön rechtsklicken, schön rechtsklicken. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Kalkulieren! So, kaputt damit. Ja, schießen nicht alle, aber solange ein Großteil schießt, ist es mir recht. Wunderbar. Kalkulieren! Wir sind bereit. Na komm, die da hinten. My Lord. Genau nach Plan. Näher ran, zusammenbauen, mit draufballern. Kalkulieren. Wunderbar. Sire? Ich würde sagen, es geht voran. Vorwärts. Der Fernkampfkrieg. Vom Wolf. Ihr seid schlimmer als die Pest. Warum sagt denn das? Das sagt er immer, wenn er einen Angriff abwehrt. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehört. Ich fand das. Also, ich finde ihn ja nicht so schlecht gesprochen, den Wolf. Aber eins hört sich so gespielt an. Das ist, wenn er so sagt: Ah, ich bin ja so wütend. Sagt er jetzt das einmal. Da dachte ich mir echt so: Was? Was? Ist das euer Ernst, Firefly, dass ihr ihm das zum Sprechen gegeben habt? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man wütend ist, dann sagt man vieles. Aber man geht nicht zu irgendjemandem hin und sagt, ich bin ja so wütend. Das ist, oh Mann. Kalkulieren. Das sagt er, glaube ich, wirklich, wenn er verliert. Als ich das mal beim Skirmish gehört habe, so, ich musste so lachen. Weiter draufschießen, weiter draufschießen, weiter draufschießen. Kalkulieren. Jetzt brauchen wir mal Truppen. Was wollten wir nochmal? Wir nehmen jetzt mal so ein paar von denen und dann holen wir uns mal. Ja, ich ja, weiß, komm, wir kaufen wieder die Waffen, aber das Kaufen ist halt einfach viel, viel effektiver. Es tut mir leid, es ist halt einfach so. So, Truppen, 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 nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Ihr seid genauso geschwätzig wie das letzte Mal, als wir uns gegenüber standen. Mach mal so. Gesunder Mix. Wolfi lehrt uns, dass das gut ist. Und wir wissen, alles, was gut ist, ist gut. Tolle Weisheit, nicht wahr?
Alles, was gut ist, ist gut. Der Meinung bin ich. Ich bin fest überzeugt, dass es so ist. Marsch! Auf die Plätze! Wolfi, du schaust aber ziemlich ungesund aus. Wir sind jetzt bald... Boah, das geht schon wieder. Haben wir noch die Steuer nochmal berührt. Nee, das ist ein Anzeigebug. Okay, alles klar. Bereit, Sir. Ganz viele Schwertkämpfe. Wir wissen ja. Ich glaube, wir sind jetzt immer ein bisschen vernachlässigt. Die brauchen ein bisschen mehr Liebe. Papa Genieren kann auch wieder zukommen. Und dann haut das schon fast hin. Können wir eigentlich an der Stelle schon fast nochmal mit dem Sturmbock durch. Immer wenn ich das sage, dann klappt das nicht. Ja, nochmal ein Händler, nochmal hier. Und dann können wir eigentlich fast mal einen Sturmbock bauen. Jetzt haben wir eine riesig große Karawane, die jetzt hier lang zieht. Das wird lustig. Machen wir sogar wirklich 3 Sturmböcke, dass es hinhaut auf jeden Fall. Wo sind sie da? Das sind 2, 3. Sturmbock bereit, mein Lord. Für den Angriff schalten wir dann Roboter auf normal runter. Ich finde, das passt besser. Bereit, Sire. In der Bär. Sire? Wir könnten jetzt auch mal mit irgendwelchen Krankheiten reinschießen, fällt mir gerade mal auf. Irgendwie habe ich das jetzt vergessen. Kamelköpfe wieder, weil die wenigstens eine größte Reichweite haben. Größten Wirkungsbereich. Ihr seid schlimmer als die Pest. Och, haben sie gerade schon gemacht, alles klar. Übrigens, ja, das 7, das erklärt natürlich, es macht auch Sinn, das erklärt natürlich, dass 7 Drehböcke gerade feuern zu Bucke. Macht Sinn, oder? Wir müssen darüber nachdenken, oder? Ihr seid immer noch so lästig wie das letzte Mal, als wir uns im Kampf. Ja, ja. Mehr Krankheiten, bitte. Na kommt jetzt. Und jetzt weiter schießen. Ihr seid so lästig, Junge. Oh, regt mich das auf. Ich könnte wohl diese Gänseblümchen, dass dieses Gänseblümchen zerpflücken. Oh. ja. Ist gut, Wolf. Hey, es ist offen. Oh Mann, so viel zu unseren Triebbocken, ey. Zu unseren Sturmtriebbocken. Sturmtriebböcke. Warum gibt's keine Sturmtriebböcke? Das ist doch eine Idee. Fragt man sich jetzt, wie das ausschauen mag, aber wird es schon irgendwas geben können. Ein Belagerungssturmtriebockturm. Wehe, was gibt's nicht? Für den Sieg! Greift den Feind an! Das ist ein Belagerungsturm, der gleichzeitig eine Ramme dran hat. Soweit kann man sich noch vorstellen. Dann hat er ganz oben drauf, wo der Turm ist, noch einen Triebbock drauf. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau unter den Belagerungswaffen. Gebt uns etwas so, jetzt können wir auf normal stellen. Jetzt kommt hier vor. Hier kommt vor. Armbrüste, vorwärts! Wir bewegen uns. Los, Armbrüste, du bist an der Reihe. Bogen, zieh dich zurück. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Armbrust. Dude. Armbrust, Armbrust. Los, Armbrust. Setz Bolzenschuss ein. Armbrust. Genau nach Plan. Bogenschützen, vorbereiten. Wir sind eure Leute. Zack, zack. Das reicht, Saladin, komm zurück. Los, Kalif. Kalif, benutze Flammenwurf, Kalif. Ihr seid immer noch so lästig wie das letzte Mal, als wir uns im Kampf. Los, los! Ja, Sire, Bogenschützen unterwegs. Ihr seid so lästig. Machen wir uns das Tor auf, auch wenn nebenan offen ist. Irgendwie hatten wir doch mehr Schwertkämpfer, oder? Naja, wird schon irgendwie reichen. Vielleicht sind die auch alle aufeinander geknuppelt. Und dann kommen jetzt ein paar Steine von der Mange rein und dann bin ich blöd. So gehört sich das doch. Ein guter Fail braucht eben seine 10 Minuten. Na doch, 33 Schwertkämpfer, das haut schon hin. Die sind sehr geknuppelt. Yay, epische Schlacht. Ihr seid schlimmer als die Pest. Bereit. Ja, ich krieg mal nicht mit einer Apotheke los. Bereit, Sire. Was kümmert euch, Sire?
Achtung! Hier, auf den Mauern neu formieren! Das Recht ist auf unserer Seite! Auf den Mauern alle wieder hoch, alle ist er doch alle Wolfitel. Wo ist denn der überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Er geht voll in der Masse unter. Kein Wunder, dass er einen Winterwertigkeitsreflex hat. Da ist er. Oder? Ich glaube, das ist er. Er ist irgendwo in dieser Masse drin. Wir werden angegriffen. Eine Nachricht vom Wolf. Bloß nicht, dass ihr nicht los seid. Bin ich doch. Hallo? Sie. Für mich sieht's verdächtig nach einem Sieg aus. Also ich würde sagen, ich bin nicht los. Der Teufel. Rot, blau, grün, gelb, grau. Ich mag weiß. Alles klar. Da hat wahrscheinlich gerade den Regenbogen gezählt. Über seinem Goldtopf. Wo der Kobold sitzt. Boah, ich wollte schon sagen, bitte nicht wieder abstürzen. Alles klar, Bergkönige machen wir das nächste Mal, denke ich mal. Schon wieder der Erste. Geh doch weg. Okay, wir sind hier und... Oh, nö. Nö. Boah, und nur 100 Gold. Boah, da muss ich mal kurz reingucken, wie das ausschaut. Platziert euer Vorratslager, mein Lord. Boah, fuck. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich fertig machen? Ihr könnt zwar nur von dort kommen, aber die können mich doch beide von dort oben in die Zange nehmen. Die machen doch das totale Sandwich mit mir. Auch wenn wir alles haben, was wir brauchen. Eine richtige Burg bauen würde ich hier nicht. Ich würde hier auf der einen Seite Wirtschaft bauen, größtenteils. Dann hier ein bisschen was und dann würde ich hier schon irgendwie zumachen. Sehr schnell. Ich würde es klein halten alles, aber halt nur auf eine Seite zumachen. Aber okay, das machen wir dann das nächste Mal. Alles klar, dann bedanke ich mich soweit. Tschüss, Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jetzt habe ich den Missionsnamen wieder vergessen. Wunderbar, so gehört sich das. Bei Bergkönige. Bis dahin. Bye, bye.